Gott. Ja, also das waren jetzt eben gerade ein paar saudumme Beispiele, ich weiß, aber das sind die dümmsten, die mir gerade eingefallen sind, um irgendwie meine Meinung zu verdeutlichen, dass es vielleicht Sachen gibt, die man in einem Let's Play nicht unbedingt erwähnen muss oder über die man nicht unbedingt reden muss, egal in welchem Zusammenhang. Vielleicht nicht nur unbedingt in einem Let's Play, sondern vielleicht eher allgemein oder so, ich weiß nicht. Ja, und mir ging dann halt wirklich letztens durchgehend über einen relativ langen Zeitraum die Frage im Kopf rum, was darf man eigentlich in so einem Video sagen? Was darf man da reinpacken? Worum darf es da gehen? Und überhaupt und sowieso. Und da habe ich nicht wirklich eine Antwort drauf. Also ich werde wohl so schnell auch keine finden, aber ich will jetzt auch nicht, dass ihr mir schreibt, ja, die Themen, die du genannt hast, da will ich auch kein Wort davon hören oder so, das kann ich mir eigentlich schon denken, aber ja, aber was darf ich denn reden? Das ist eine dumme Frage. Ich habe mir, glaube ich, noch nie so viel Gedanken darüber gemacht wie zur Zeit eben. Hier sind überall diese neuen Blöcke. Mich kotzt so das Aussehen hier ein bisschen an, ne? Also eigentlich ist mein Texture Pack immer noch geladen, eingestellt, was auch immer. Gucken wir mal kurz nach. Optionen, Ressourcenpakete, ja, es sagt für PD-Kraft, aber das ist. Da müsste ich eine neue Version wohl runterladen, nehme ich an, wenn das funktioniert, ne? Passiert jetzt noch irgendwas? Oh! Wieso funktioniert das jetzt auf einmal? Ne, es funktioniert nicht wirklich, oder? Das sieht immer noch komisch aus. Und hatte ich wirklich vorher Swax Pure BD-Kraft? Hatte ich nicht irgendwie so ein. Wie hieß das? Ich weiß nicht mehr. Ja, ich hatte auf jeden Fall ein anderes. So viel ist sicher. Das hier sieht ja auch ziemlich kacke aus. Ich muss mal irgendwie beim nächsten Mal dann Texturenpaket runterladen. Das hier ist jetzt absolut keine Verbesserung, würde ich mal so behaupten. So, da oben ist noch ein Material, das wir nicht kennen. Kommt jetzt schon wieder ein blöder Zombie. Kann nicht sein. Lasst mich doch mal für einen Moment in Ruhe, ihr blöden Kackviecher. Ich muss mich doch hier mal ein bisschen umgucken, was hier alles neu ist. Also, ich wollte eigentlich neue Gebiete entdecken, aber dass ich dann auch gleich noch neue Materialien entdecke, das ist seltsam. Ist das diese Erd-Stein-Vermischung, was ich hier habe? Granit. Okay, also kein Gemisch aus Erdenstein oder so. Ich kann dich nicht treffen von hier oben. So, jetzt aber. Immer noch Lust? Ja, dann kriegst du noch eine. Kein Thema. Immer noch. Ja, kriegst noch eine. Das ist kein Thema. Mach mal alles. Für euch doch immer, meine Freunde. Okay. Genug davon. Gehen wir mal weiter die unendlichen Weiten entdecken. Ach, ich interessiere mich jetzt gerade nicht für die Kohle. Nicht ausreichend jedenfalls. Falls sich jetzt jemand fragt, suchst du was Bestimmtes? Nee, eigentlich nicht. Ich will nur mal ein bisschen die Gegend erkunden hier. Ist das eine Kuh oder ist das ein Pferd? Ich glaube, du bist eine Kuh, oder? Rohes Steak. Hallo, bleib doch mal stehen. Und Skelett, lass mich in Ruhe. Mein Schwert ist tot. Spitzhacke, Spitzhacke, die beste Waffe, die ich noch hab. Okay, und jetzt das hier bitte. Danke. Mit dir kann ich auch Kühe schlachten. Kein Thema. Und noch ein bisschen Huhn. Ja, ich habe mir absichtlich nichts mit zu essen mitgenommen. Ich habe ja vorhin noch kurz überlegt, ob ich was will oder nicht. Ist der gerade in den Boden gefallen? Sachen gibt's, die gibt's nicht. Ja, aber ich habe mir dann gedacht, nee, wofür was zu essen mitnehmen? Ich kann mir ja unterwegs alles jagen, was ich brauche. Ich bin ja nicht so inkompetent. Ich habe eine Angel, ich kann mir Fische angeln und so. Ich kann alles machen, was ich will. So, jetzt hätte ich aber langsam genug von den Monstern. Oh, was haben wir denn da für ein wundervolles Tal? Na, so wundervoll ist es dann wohl doch nicht. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwo Lehm finden würde, aber ich weiß nicht mal, wie der aussieht bei dem Texturpaket hier. Also ist das auch ein bisschen schwierig. Wir haben noch nie in dem Spiel Lehm gesehen, ne? Traurig, traurig. Okay. Von Baum zu Baum. Ich bin Tarzan. Herr des Dschungels. Nicht zu verwechseln mit Tarkan. Herr des Dschungels. Flieh.
League. Ja, die Minecraft Adventures haben sich schon gelohnt, die ich gespielt habe, ne? Also so ein bisschen schon. Sumpfbiom, das ist super. Da wollen wir mal kurz reingucken. So ein bisschen das Springen gelernt habe ich da ja schon, ne? Also vor allem so beim ersten Versuch auf Uluns Time Adventure. Das war ja in der ersten Version echt eine Folter. Also ich meine jetzt nicht wegen dem Adventure an sich oder so, sondern wegen den Sprüngen im ersten Raum vom ersten Tempel, die eigentlich keine Sau schaffen. Boah, was ist das für ein Berg? Wahnsinn. Na, gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, wird die noch größer, wenn ich weitergehe? Und wo bin ich eigentlich? Ich bin ganz am Rand. Heißt das, ich gehe irgendwann im Kreis, wenn ich weiter in die Richtung gehe? Oder was passiert dann? Oder wird die Karte einfach immer größer? Sind diese Welten unendlich von der Größe? Alles Fragen, auf die die Welt keine Antwort hat. Oder keine Antwort sucht. Keine Antwort braucht. So, auf jeden Fall haben wir hier diese komischen Lianen-Dingsen-Kirchens. Kann ich die von Hand abbauen oder kann ich die nur mit einer Schere abbauen? Wäre auch mal interessant. Ich habe nämlich gelesen. Ich nehme an, das war meine Antwort. Ja, okay. Man kann sie also nur mit einer Schere abbauen, nehme ich mal an. Oh, blaue Blumen habe ich auch noch nicht gesehen. Aber wenn man die Dinger abbaut, dann kann man damit theoretisch jetzt mittlerweile Moossteine herstellen. Also, ihr wisst schon, so Steine mit Moos drauf eben. Rohes Huhn, das ist nicht das beste Essen, aber egal. Holen wir noch ein paar Pilze. Pilze können wir immer mit, gebrauchen. Das ist schön am Sumpfbiom, davon gibt es eigentlich immer genügend Pilze. Seltsamerweise finde ich sie nur nicht, aber gut, das hier ist vielleicht ein bisschen zu viel Sumpf. Andererseits, es gibt auch Pilzbiome, ne? Wo hauptsächlich irgendwie Pilze wachsen. Wo sogar die Bäume Pilze sind und so ein Scheiß. Haben wir alles nicht gesehen? Nicht? Oh Gott, was schwebt denn da oben? Ist das ein Grafikfehler, eine Wolke oder wächst da was aus dem Himmel? Ich tendiere jetzt mal zu einer Wolke. Mit Grafikfehler, okay. Ja, Wolke mit Grafikfehler, meinetwegen. Aber okay. Erklimmen wir diesen Berg und schauen uns ein wenig um, oder? Na, da ist noch ein Pilz, den nehme ich noch mit. So viel Zeit muss sein. Pilz! Noch ein Pilz! Ich sehe noch einen Pilz! Gib mir Pilz! Ja, und jetzt habe ich eigentlich schon wieder über alles geredet, worüber ich reden wollte. So ein Skandal. Worüber kann ich noch reden? Ja, es ist halt seit einer Woche oder so schon wieder kein Video gekommen. Die ganze Zeit, wenn überhaupt mal was kam, Mario Kart 8, wuhu. Und dann erstmal ewig nichts. Woran liegt das? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Okay, und dann noch ein bisschen an mir. Das kommt noch dazu. Also, gut, ich hatte die ganze Zeit erstmal Mittagsschicht. Und wenn ich Mittagsschicht habe, dann bin ich sowieso für nichts zu gebrauchen. Und ja, jetzt hatte ich die letzten 4 Tage Frühschicht. Und eigentlich bin ich danach normalerweise sowas zu gebrauchen. Mache dann auch gerne mal eine Aufnahme zwischendurch. Aber diesmal nicht. Also am ersten Tag, als ich von der Frühschicht ankam, da hatte ich nachts keine Minute geschlafen. Das war schon ziemlich hart. Und dann bin ich von der Frühschicht angekommen, habe mich ohne was zu essen oder sonst noch irgendwas zu machen direkt ins Bett geknallt, mittags um 3. Und habe dann auch tatsächlich gepennt bis zum nächsten Morgen. Da war also nicht viel Zeit, um irgendwas aufzunehmen. Am nächsten Tag war ich dann schon etwas brauchbarer. So drücke ich es jetzt mal aus. Aber ich hatte dann keine Lust, irgendwas zu zocken. Sowas gibt's. Also, es ist bei mir jetzt eigentlich nicht mal so ungewöhnlich, weil also für mich allein spiele ich gar nicht so viel. Ich spiele gelegentlich, wenn ich mal ein Spiel gerade entdeckt habe, das mir sehr gut gefällt, dann spiele ich das eine Zeit lang sehr intensiv. Also wirklich dann sehr, sehr intensiv. Viele, viele Stunden am Tag oder so, bis ich dann irgendwann keine Lust mehr habe und dann ist wieder lange Zeit Ruhe. Oder halt, wenn ich ein Spiel wieder entdecke, wo ich sage, boah, das hast du lange nicht mehr gespielt und das ist also eigentlich sau cool, spiel das mal nochmal und dann kann ich mich für gewöhnlich auch wieder richtig für das Spiel begeistern. Entschuldigung, begeistern. Und dann verbringe ich wirklich wieder viel Zeit damit, aber im Moment ist das alles so ein bisschen, weiß nicht, also da ist immer noch irgendwie Mario Kart 8, aber so richtig glücklich mache ich das nicht. Aber hier ist doch nur, das backt doch nur rum, dieses Spiel. Das sieht doch alles kacke aus. Die Blöcke gehen kaputt, verschwinden für eine Sekunde, tauchen wieder auf und verschwinden dann wieder. Ich hoffe, das sieht man nachher in der Aufnahme. Das Spiel spackt nur noch rum. Was zum Geier ist kaputt mit dir, Minecraft? Du bist scheiße.
Oder ist mein Rechner so scheiße? Der spinnt in letzter Zeit sowieso nur noch rum. Internet spinnt auch nur noch. Naja, es ist nicht mal mehr in der Lage, ein Video vernünftig abzuspielen. Der schaltet mittlerweile bei den Videos schon automatisch runter auf 144p und schafft es dann trotzdem nicht, sie zu laden. Das ist traurig. Ja. Eieiei. Keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, aber gut, sind wir so weit wie immer. Ne? Was macht eigentlich die Karte? Ich bin immer noch an dem gleichen Rand. Ich habe mich also nicht weiter irgendwie in diese Richtung bewegt. Ich frag mich, ob die Karte sich wirklich ausdehnt, wenn ich weiter in diese Richtung gehen würde. Vielleicht bin ich auch schon unbewusst weiter in diese Richtung gegangen und hab's nicht wirklich gemerkt. Kann ja auch sein. Ist da, was bist du? Ach, du bist Gammelfleisch. Ja, Gammelfleisch muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Essen wir lieber ein bisschen rohes Rind mit in dem Schnee. Naja, ich habe ja Elfenstiefel, die werden jetzt zum Glück nicht kalt. Aha. Wir frieren bestimmt nicht die Zehen ab. Jetzt, was, das gibt's doch gar nicht. Was haben die bei dem Update gemacht? Hier ist Kohle zum Abwinken. Ich werde bald wahnsinnig. Warum gibt es auf einmal solche Unmengen an Kohle? Guckt euch das an, dass ich schon Kohle eingesammelt habe. Und dabei bin ich an den meisten Kohle einfach vorbeigelaufen. Aber wenn sie so offen präsentiert da liegt, da kann ich irgendwie auch nicht richtig widerstehen. Kann man das verstehen? Vermutlich nicht. Was haben die bei dem Update getrieben? Das ist der pure Wahnsinn. Ich meine, ja, ich bin jetzt extra in ein Gebiet gegangen, das wir noch nicht erkundet haben. Sprich, das erste jetzt quasi neu generiert wird in dem Moment, wo ich es begehe. Und das heißt, alles, was im Update neu ist, wird in diesem Gebiet natürlich auch dann entsprechend mit generiert. In den Gebieten, wo wir schon alles aufgedeckt haben, da kann natürlich nichts Neues entstehen, was wir vorher nicht hatten. Aber hier ist es wirklich der Wahnsinn. Und diese Kohlenmengen, die sind nicht normal, oder? Das kann mir keiner erzählen, dass man sonst so viel Kohle in dem Spiel findet. Ich jedenfalls nicht. Ich habe 160 Videos als Beweis. Also selbst wenn ich unten irgendwo unter der Erde mal richtig viel Kohle gefunden habe, war das ein Witz im Vergleich zu dem hier. Und ich bin auf einem Berg. Ich grab nicht mal. Ich brauche die nur abzubauen. Die liegt da einfach. Guckt euch das an. Schon wieder ein Kohle. Ich ignoriere es jetzt, okay? Für den Moment jedenfalls. Oh, Kühe. Euch kann ich nicht ignorieren. Ich habe nicht bald keine Nahrung mehr. Und da haben wir wieder irgendwelche Materialien. Von den komischen Materialien, die ich kennenlernen muss. Ich muss mir dann mal ein Minecraft-Video angucken, wofür die gedacht sind. Ich hab im Überfliegen schon gesehen, dass man mit denen Sachen machen kann, prinzipiell. Also den Namen Dorit oder wie auch immer das Zeugs heißt, habe ich schon gelesen, aber ich habe mir ich bin nicht wirklich angeguckt, was man damit macht. Und ich habe gedacht, das ist irgendwas, was man im Nether findet oder so. Und habe gedacht, ja, wenn wir irgendwann mal eine Nether-Tour machen, dann holen wir mal ein bisschen was von dem Zeugs. Aber scheint überall zu wachsen. Wow. Ein Glück, dass ich da nicht reingefallen bin. Das hätte wehtun können. Was ist das Lava? Oh Mann. Das Texturpaket ist echt hässlich. Was sagt die Karte? Wo bin ich? Wow. Ich sollte mich bald mal nochmal auf den Rückweg machen. Die Tour war jetzt schon ziemlich groß. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir irgendwas Interessantes finden bei der Tour. Was weiß ich, ein Pferd, ein Wolf. Ich hätte nichts damit anfangen können, weil ich ja nicht den entsprechenden Köder habe, um die Viecher mitzunehmen und zu verarbeiten. Aber wäre schon schön gewesen, mal sowas zu sehen. Und es soll ja auch, was weiß ich, was alles geben. War nicht schon vor zig Updates mal irgendwie eingeführt, dass es sowas wie Bigfoots gibt oder sowas? Oder irgendwas in der Richtung? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Ich meine, ich hätte da mal irgendwann was gelesen, aber naja. Ich bin ja nicht gerade ein großer Leser und verbringe deshalb relativ wenig Zeit in Minecraft, wie ich sein. Ich bin der Meinung, dass ich wissen will, wie was Bestimmtes geht oder so, dann lese ich das mal kurz nach. Aber ich verbringe eigentlich zu wenig Zeit damit. Ich müsste mich eigentlich viel mehr mit dem Spiel auseinandersetzen, damit das Let's Play überhaupt noch einen Sinn macht. Weil ich mittlerweile ein Spiel spiele, von dem ich keine Ahnung mehr habe, was man darin überhaupt alles machen kann. Aber ja, so ist das halt. Ist das ein Kürbis da hinten? Wahrscheinlich, aber ich habe Kürbisse. Also, scheiß drauf. Also, nee, scheiß jetzt nicht auf den Kürbis, der dafür ist er viel zu weit weg. Wenn er das auf die Entfernung hinkriegt, dann bin ich weniger stolz und mehr erschrocken oder so. Und irgendwie auch vielleicht ein bisschen angeekelt, aber ihr wisst, was ich meine. Gut. Die Berge hier sind schon interessant. Das ist eine tolle Gegend eigentlich. Guckt euch die an, das ist schon Wahnsinn hier. Oh, da wollen wir schon wieder in die nächste Höhe. Ich frage mich, ob es dann jetzt auch mehr Eisen gibt. Habt ihr nur mehr Kohle eingefügt oder habt ihr auch mehr Eisen eingefügt? Wäre mal interessant zu wissen. So, kann ich hier irgendwo rüber?
Ich nehme das mal als Nein. Macht nichts, dann machen wir uns halt einen Weg. Wenn das Spiel keinen Weg hat, dann machen wir uns einen Weg eben selber. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Gebüsch. Map, es könnte etwas knapp werden mit der Erde. Oh nein, mir geht die Erde aus. So ein Pech. Gibt's ja auch so wenig davon in dem Spiel. Es ist geil, einfach mal einen Weg mitten im Nichts, einfach so zwischen ein paar Berge gesetzt. Die Schlucht hier ist auch toll. Also wenn ich mich hier runterstürze, dann geht es mir wahrscheinlich nicht mehr so besonders gut. Zumal meine Lebensenergie sowieso nicht voll ist, sehe ich gerade. Komisch, irgendwie nicht so toll, wenn man nicht so richtig geheilt ist. Dann machen wir was gegen. So, das dürfte schon reichen. Es sei denn, die haben das auch geändert. Autsch. Na super. Tolle Landung.